Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns Mafia. Ich habe, glaube ich, schon ein Intro gemacht. Wir gehen rein. Ich küsse eure Herzen. Ich habe einen getroffen. Das Ding ist, vor dem Dreh meinte sie auch irgendwie dein Auto. Ich nehme die auseinander. Ey, wollt ihr Wette machen? Wollen wir eine Wette machen, Chat? Jetzt einfach Fitner. Warte mal ganz kurz, die zwei machen gerade gemeinsame Sachen. Warum lachst du? Ja. Warte mal, wer auch ganz stumm. Voll so. Ich bin eigentlich voll. Ich weiß ja nicht, ob du bist, voll, wo soll ich das wissen? Ich sag, die ist. Wie heißt sie nochmal? Haram Maram. Sie ist auf jeden Fall. Kann doch sein, dass du dumm bist. Dann wollen wir erstmal Jalila fragen, der sagt ja eh die Wahrheit. Das sind die Regeln. 8 Spieler, 8 Karten. 2 für die Mafia, 5 für die Bürger und 1 für den Joker. Die Karten werden zufällig von den Teilnehmenden gezogen. Gespielt wird in Runden, bestehend aus Tag und Nacht. In der ersten Nacht enthüllen die Mafiosi einander ihre Identität. Die Augen der anderen bleiben geschlossen. Am Tag öffnen alle ihre Augen. Das Spiel beginnt. Es wird diskutiert, wer der Mafia angehört. Am Ende des Tages wird die Gruppe eine Person raus, von der sie glaubt, ja, dass sie ein Mafioso ist. Zeigen nicht, diese zeigen muss nicht ihre sein. Rolle offenbaren. Ab der zweiten Nacht darf die Mafia eine weitere Person töten. Unter den Ey, wir haben gestern noch voll lange Spider-Man gespielt, Chat, gell? Ich war 10 Stunden live, über 10 Stunden. Ich war bis 8 oder 9 Uhr morgens war ich live gestern. Wir machen heute wieder so lange, Chat, gell? Ich bin heute wieder den ganzen Abend da. Wir machen noch einige Videos und danach gehen wir in Spider-Man rein. Ich will es durchspielen. Der Heiler kann jede Nacht eine Person schützen. Wenn er die Person auswählt, die die Mafia töten will, bleibt sie im Spiel und die Kraft des Heilers erlischt. Außerdem gibt es noch die Joker-Rolle. Das Ziel des Jokers ist, rausgewählt zu werden. Schafft er das, gewinnt er für sich das Spiel und darf in der nächsten Nacht jemanden auswählen, den er mit in den Tod zieht. Dann kann er das Spiel auf seinem Siegerthron bis zum Ende weiterschauen. Okay. Das Spiel endet, wenn beide Mafiosi eliminiert wurden oder die Anzahl der Mafiosi und der restlichen Teilnehmenden gleich ist. Falls ihr es noch nicht abonniert den Kanal jetzt. Abonniert den Kanal. TikTok-Ikone und Unterhaltungsqueen. Wir wissen, sie sorgt für gute Laune. Wird sie aber auch für Unruhe sorgen. Ey! Hier ist Mara! Junge, Wette, wie kacke, Digga, ehrlich. Die zeigen, wer es ist! Junge, mach ihm auch Chat raus, Brahim. Wette auflösen, Digga. Oh! Ja. Meine beste Freundin! Meine Stimme war schon immer dabei und jetzt bin ich es auch in Person. Von der Stimme im Dunkeln zum Licht im Spiel. Hier bin ich, Jalil! Okay, wer es macht, ja, ja? Ungefiltert und ehrlich. Sie spricht die Dinge aus, wie sie sind. Zeigt sie heute die gleiche Ehrlichkeit oder spielt sie ein... Wer ist das? ...falsches Spiel. Hier ist Georgia! Georgia. Frankfurter Rapper. Ja! Entertainer. Ja! Überzeugt durch seinen Humor. Bleibt er in dieser Runde unauffällig oder steht er unter Tatverdacht? Heiler. Wir werden es sehen. Modusi! Er ist bekannt für seine YouTube-Reactions. Alles wie reagiert Daniel er wohl gemacht, auf eine Digga. Runde voller Täuschung und Verrat? Hier ist Joker, Daniel. Und wie jede Folge eine Wildcard. Statt Mafia-Fan hinterm Bildschirm wird sie heute selbst zur Protagonistin. Macht. Ey, ich will auch wieder hin, Dreddies. Aber die laden mich nicht mehr ein, Bruder. Weil die letzte Mal, wir haben auseinandergenommen, ehrlich. Mit diese TikTok-Clip, der todesviral gegangen ist, wo Parshat sich bei mir so eingehakt hat. Wisst ihr, überall in Kommentaren habt ihr einen Blick, was macht die da, der ist doch verheiratet und so. Ihr habt die auseinandergenommen, Cousin. Ihr habt die auseinandergenommen, Bruder. Ihr würdet mich nie wieder im Leben einladen. Ihr müsst in Kommentare gehen, ihr müsst sagen, ladet Sammy ein. Weil das ist vom Funk, da krieg ich Parra. Ja. Helen! Er ist Gewinner der Frauenherzen. Aber wird sein Charme ausreichen, um sich durch die Runde zu kämpfen? Es wird spannend. Hier ist Sophia. Ihr kennt sie. Ihr liebt sie. Nach 5 Folgen Mafia ist sie Expertin. Heute war nur ein Test, wo ich dir geschrieben habe. Die Rede ist natürlich von Gastgeberin Parshat. Soll klar sein, dass ich nicht klatsche. Ich lässt die aus. Wir sind ready. So machen Werwölfe aus. Au! Die Nacht. Okay, Walla, wer war nochmal Mafia, Digga? Ich hab schon vergessen, Cousin. Jalil war Mafia. Und wer noch? Der ist Joker. Moduzzi ist Heiler. Parshat ist Mafia. Ich nehm die auseinander, Cousin.
bricht an. Arsch hat mit die XXXTentacion-Haarschnitt, gell? Die Arme, die war letztes Mal Mafia, ich hab die auseinandergenommen, Bruder. Die hat gerochen bis hier, Cousin. Man hat's gespürt, es war das erste Mal, dass die Mafia war. Man hat's so gespürt, Cousin. Mafia ist ja anders. Es wird Nacht, also Augen zu, wa? Ach so, schon, oha. Mafia öffnet die Augen. Bruder, der hat diese Brille nur angezogen, um zu schummeln, Digga. Was für ein Wichser, Digga, ehrlich. Der hat diese Brille nur angezogen, um zu schummeln, Digga. Moduzzi, du kleiner Wichser, Digga, ehrlich. Wir müssen den wieder ins Stream holen, Dreddy. Ehrlich, Chat. Der ist so sympathisch. Krass. Einfach Daniel. Du Dreck. Heiler, öffne deine Augen. Okay, das ist Mo. Joker, öffne deine Augen. Aram hat. Der Tag bricht an. So, diese Kommentare. Ey. Jetzt stressig, ich hab einen getroffen, auf jeden Fall. Ich hab einen getroffen. Ich hab heute einen Tag, ja, also ich hab wirklich, also, hi Onkel. Ich hab heute eine Energie, die ist wirklich krass. Also ich bin richtig aktiv ich dabei. Ich glaube auch, die haben dir Mafia gegeben, damit es nicht so auffällig ist, weil du ja eh schon ganz aufgeregt bist. Also wer soll mir Mafia geben? Ich war im Fahrstuhl alleine. Madame, warum gehst du eigentlich auf mich die ganze Zeit? Bruder, warum hat sie ihre Schuhe ausgezogen, Cousin, ja? Soll ich streitschlicht und den anders drauf? Ich hab original noch da wirklich hocken gemacht, alles, ich bin crazy drauf, sagt sie jetzt. Deswegen mit Mafia. Das Ding ist, vor dem Dreh meinte sie auch irgendwie, dein Outfit heute irgendwie nicht so geil und so, hat sie mir so im Vertrauen gesagt. Ja, so. Die lässt ab und zu. Jetzt einfach Fitner. Einfach grundlos Fitner. Das Geile ist bei Mo immer, der kratzt immer seine Hände, wenn er nervös ist so. Wer, ich? Ja, ich weiß nicht, ja, ich hab mich eingecremt heute, deswegen. Ich hab dabei. Hast du die mal, diesmal auch dieses, ich hab dabei, wenn du brauchst und so. Digga, die ist so schlechte Mafia-Spielerin, die Parshat! Die ist Katastrophe, Junge! Ich würde sie in jeder Folge blind auseinandernehmen, Cousin! Auch Armbänder? Nein, ich hab diesmal nur eins. Schneider sitzt. Hat irgendjemand noch Daniel beobachtet, als er reinkam? Ja, ich war glücklich. Er hat sehr fake gelächelt. Ja, das ist nämlich das Ding. Guck mal, du hast vorher gesagt, du wärst gerne Joker. Und das würde dich voll freuen. So, das wäre genau so die Rolle, die du gerne hättest. Ja, genau, aber so ist es gelächelt. Du hast dich voll gefreut. Und ich glaube, dass du jetzt hoffst, dass wir denken, dass du Joker bist. Warte mal, wäre auch gar nicht dumm. Voll so. Ich bin eigentlich voll. Oh mein Gott. Oh, ich hab gerade in die Finsternis geblickt. Amenissikim. Seid froh, dass ihr es nicht gesehen habt, Dreddy. Seid froh, dass ihr es nicht gesehen habt, ehrlich. Hätten die auch zensieren können, ja? Freut und ich glaube, dass du jetzt hoffst, dass wir denken, dass du Joker bist. Warte mal, wäre auch gar nicht dumm. Ah, ihr seht es ja gar nicht. Voll so, ich will einfach fragen. Sag ja eh die Wahrheit. Oder damit schon mal weiß. Jalil, so Bürger, Mafia oder? Oder Jalil könnte gerade alles sein. Ja. Auch wenn der Mafia ist, kann das raus. Er hat ein Pokerface, also er hat eine Aura. Das ist hart. Und alle schlafen. Das ist krass, ja. Ich hab doch, ihr wisst doch gar nicht, was ich gemeint habe. Ich hab Moduzzi seinen Schuh gemeint, Dreddys. Warum dreht ihr alle immer so schnell durch und lacht? Ihr wisst doch gar nicht, was ich gemeint hab, Dreddys. Er kommt rein in einen Raum, du bist direkt so. Ich hab nichts gesagt, Digga. Die Leute, die nervös verurteilen direkt so immer gegenüber mir, eine Digga. Eine Person hat nicht geredet. Immer Wildcats drauf. Ich beobachte erstmal. Ja, richtig. Das alle Leute. Beobachten einfach. Weil ich weiß, ich bin Burger, deswegen gucke ich gerade, wie ihr drauf seid, um die Mafia rauszupicken. Okay. Was ist dein Verdacht bis jetzt? Du. Also, Bro, Krass, ich nehme die Frage zurück, alles gut. Ich will nicht mehr wissen. Weil du zuerst Parshat ja. Am Anfang. Ja, gut, so. Also, aber das habe ich schon, als sie rausgekommen ist. Sag ich ja, die war ja die erste dann. Also ich habe einfach ein persönliches Problem mit ihr. So. Ist doch. Warte mal ganz kurz, die zwei machen gerade gemeinsame Sache. Ja, irgendwas ist los. Das ist dieses, man guckt sich an und man muss einfach lachen. Was ist passiert? Wie in Schule so, du guckst deinen Nachbarn an, so einfach, du verreckst so, keine Ahnung. Ja, Nachbarn oder Kollegen. Aber guck mal, das Ding ist, Maram hat direkt Attacke gemacht, der eine Ablenkung von sich selber. Ich sag's nur, Janne, auf korrekt. Ich call es sogar, die verlieren's. Die verlieren es. Es ist immer schwierig, ohne dass jemand gestorben ist, herausfinden zu können. Wer haben die so? Ja. Es gibt einen Joker. Nicht zwei? Nee. Es gibt zwei Mafiosi. Hast du Augen aufgemacht? Joker, hast du doch gesehen, wer das ist. Wie viele Mafia gibt es? Zwei. 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 Krass. Tu nicht so, als ob du es nicht weißt. Ey, Daniel! Daniel, das ist so auffällig gemacht. Genau, eine Sache auch.
Als er das letzte Mal, als ich mitgespielt habe, Mafia war, hat er auch voll lange nichts gesagt. Er war richtig ruhig. Ich studiere erstmal alles und danach. Das hast du auch letztes Mal gesagt. Du bist doch, du kennst doch, also du weißt doch, wie kriminelle Menschen sind. Ja. Ui! Kenne ich jemanden, der. Der Mafia ist? Ja. Jetzt, ja, Mafia sind immer meistens sehr ruhig. Oder die fangen direkt am Anfang an, jemanden zu beschuldigen. Also du warst sehr ruhig und Maram hat direkt angefangen, das Ding ist aber auch, Jalil ist auch sehr entspannt. Du hast dich selber gerade ruiniert, um ehrlich zu sein. Wallah. Du warst die ganze Zeit ruhig, aber du gibst mir keine Mafia-Vibes. Aber sie! Ich bin Bürger. Aber das sagen wir alle. Ja. Wie geht's nur dir? Unterschied ist, ich bin's auch wirklich. Mir geht's gut, aber ich traue ihm nicht. Sofern sagt auch, er ist Bürger, dabei ist er Mafia. Du traust Daniel nicht? Nein, weil der kam, guck mal, der kam gerade so lächelnd raus. Daniel ist der Süße, ehrlich, Daniel ist ein Süßer. Eine schöne Runde. Nächstes Mal, ich beleidige Leuten euch einfach alle, wenn ich reinkomme. Wäre genauso ja, dumm. Ich glaube wirklich besser sogar. Warum? Ich darf doch glücklich sein. Digga, du chillst hier schon, also wie er schon da sitzt, regt mich richtig auf. Entspannt, locker, also, es ist Sonntag. Also wirklich, ich küsse sein Herz, er sitzt so. Wenn, wie in wenn Schule. Du so erst mal dabei. Du saßt auch immer in Schule. So, in Schule immer so. Also schießt gerne weiter gegen mich, aber ich glaube, das läuft gerade nicht so, wie du möchtest. Aber Wolle, er macht das richtig gut, Digga. Er hält sich voll zurück, er sagt noch gar nichts. Also er als Mafia, das ist richtig gut, die haben keine Chance. Er macht das richtig professionell. Pascha, das ist absolute Müll. Energie jetzt erinnert mich auch daran, als er schon mal Mafia war und alle gegen ihn waren. Guck mal, wie du sitzt. Bruderherz, also geht's dir? Meint ihr, die Stühle sind stabil, ja? Die sehen voll gut aus, Bruder. Ich habe mir auch überlegt, sowas für mein Streaming, für meine Gäste, weißt du? Ey! Gut. Ich kann mich nicht beschweren, Jan. Ey, was? Das ist so hart, Zuschauer einfach. Ich schwöre. Seine Rolle ist Zuschauer. Ich bin Dings, Beobachter. Jetzt, guck einfach Fernsehen. Ich mach schon in meinem Kopf diese Sätze, die ich dann so synchronisiere. Oder wenn er Mafia das beste Mafia je gab, ehrlich. Ey, wisst ihr, was das Krasseste ist? Also Jalil sagt halt wirklich die ganze Zeit nichts und keiner gar nichts. Ja, wir machen heute seit Ibrahim auch. Wollen wir uns jetzt einfach entscheiden für Paschat oder reicht jetzt, oder? Ich hab verwechselt. Ich meinte Paschat, 100%. Wir machen wieder das Gleiche, ne? Also ihr zwei, ihr wieder sagt einfach gar nichts. Das Ding ist aber, wir haben uns jetzt eine Stunde begrüßt gerade beim Reden. Helen, wie geht's? Auch. Wie ist es, Wildcard zu sein in so einer Runde? Cool, interessant. Wie ist es, Wildcard Mafia zu sein? Wildcard ist sie, also ganz kurz, Wildcard. Genau, Joker. Wildcard! wenn ihr bei der nächsten Mafia-Runde mit dabei sein möchtet, dann seid so schlau wie unsere wundervolle, bezaubernde. Was muss man denn machen, Digga? Sie hat in den Kommentaren geschrieben, warum sie unbedingt dabei sein soll. Geht in die Kommentare, Dreddys, schreibt, seid dabei. Und wenn ihr dann dahin geht, dann müsst ihr sagen, ich komme von Della Rue TV. Wir müssen überall sein, Dreddys. Und mein Team hat gesagt, und ich auch, ey, ihre Argumentation ist krass, deswegen kann sie gerne kommen. Ich hab Übergang, Alter. Ich hab Übergang. Guck mal, das ist aber auch CTA, Call to Action, sorry. Ich muss mal kurz hier den Moduzzi schreiben. Also du bist Wildcard und du kennst uns alle ja nicht, aber du kennst das Mafia-Format. Ja. Okay, darf ich das kurz ausnutzen und die Runde, also allen beweisen, dass ich es nicht Bruder, bin, weil... war diese Walross-Mimpatie? Mafia? Die sucht sich immer Freunde, ich hasse das, wenn du mal verbündet so. Ey, ihr zwei unsympathisch, bevor ich hier Dinge auspacke. Das ist so krass, aber so wahnsinnig. Nervig. Darf ich kurz nicht verstehen, was der Sinn gerade ist? Kennst du das, wenn du, kennst du Monopoly? Ja. Wenn du ins Gefängnis gehst und du kriegst diese Karte mit diesem Dukat aus dem Gefängnis raus. Ich hätte gerne eine Wildcard-Argumentation. Verkauft. Ja, ich hätte gerne eine Wildcard-Argumentation für dieses, du kommst aus dem Gefängnis sofort raus. Aber wer sagt denn, dass ihr Argument legitim ist? Also warum? Ich hab noch nie Monopoly gespielt. Soll man ihr... Weil sie... Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ich hab nichts gesagt, Dreddys. Warum? Was redet ihr, Digga? Sie sagt Monopoly. Warum lacht ihr schon wieder? Der sagt, sie wollte auf Crowd. Der ist voll verdächtig. Aber warum lacht ihr schon wieder? Der sagt, der weiß nicht, wie man Monopoly spielt. Ach so. Das geht nicht auseinander. Er kennt Monopoly nicht. Das ist so krass. Aber das ist wirklich crazy. Wie auffällig. Daniel, nie Monopoly gespielt, ne? Doch, aber ich vergesse immer die Regeln, wenn ich das so selten spiele. Ich habe in meinem Leben, ich kann das glaube ich an einer Hand abzählen. Daniel, was ist los mit dir? Der ist dann aufgeregt. Aus dem Nichts, der sagt, ich kenne Monopoly so. Ich habe es noch nie gespielt. Aber keiner hat gelacht. Ich Daniel, leg mich einfach nicht auf gerade, wirklich. Okay, folgendes. Guck mal, jetzt schon wieder, jetzt okay, alles wieder auf mich. Ey, er hat gerade was Wichtiges gesagt. Ich wollte, ich habe das Gefühl bei ihm, ich weiß nicht, ob er vielleicht Mafia oder Joker sein könnte. Weil ich sag, bei ihm komme ich gar nicht. Eins von beiden. Joker wäre zu auffällig, weil der kam halt. Ja, ich glaube, er will, deswegen, dass wir denken, dass der Joker... Es muss Zeit, den Ersten umzubringen, ich sag euch ehrlich. Nee, aber weil der Joker ja gewinnt, wenn er rausgewählt wird. Ja, aber nicht... Verstehst du? Vielleicht will er. Aber könnte auch sein. Ja, auch ja, aber nicht, wenn man, aufdeckt, dass er Joker ist. Wenn man von vornherein aufdeckt, dass er Joker ist, dann funktioniert aufdeckt das. Aufdeckt ist ja egal. Es geht ja eher darum, die Mafia dürfen nicht checken, dass der Joker viel Joker zu seriös, ist. Wallah, lass ihn mal rausschicken.
Wie ja, ja, tschüss, ich erkläre gerade eine Sache. Was ist die Regel? Was Erklärungshaltung? Tut mir leid. Ich wollte dich nicht in die Chance okay, reiten. Ich habe eine Frage an Sofien. Sofien, was ist dein Ziel? Scheiße, schon. Nicht Ziel im Leben, heute im Spiel. Ach so, Bruder. Aber kann es so heilen? Nein, ich bin Bürger, boah, Chance. Nein, was ist dein Ziel? Deswegen bin ich auch so gelangweilt. Wie viele Heiler gibt es? Es gibt zwei Mafia, zwei Joker, zwei Heiler. Nein, nein. Zwei Mafia, ein Joker, ein Heiler. Der Rest Bürger. Was ist dein Ziel hier in dieser Gemeinde? Ich weiß es, also. In dieser Stadt. Menschen helfen. Ey, ich hab was vergessen. Also bist du ein Heiler. Boah, du guckst mich an mit einem Blick. Also das Bürger. Ist, warte mal, Menschen helfen direkt. Also bist du. Steuern zahlen, so? Ich glaube wirklich als Bürger. Arbeiten. Gehen. Magst du Menschen zu helfen? Können, also warte mal, wir können ein paar Schritte. Wir können auch langsam jetzt schon mal so uns dafür entscheiden, mal Rahmen rauszuwerfen oder. Keine mich? Dumm. Die werden die aber als erstes rausvoten. Die werden sie. Du kennst mich. Die werden die 100% als erstes rausvoten. Danach killt er ihn. Gut. Ja, sie ist echt nett. Ich wäre niemals so gechillt. Diese Filme mit, du kennst mich gut, du kennst mich gut. Ja, ja, guck mal, ich rede gar nicht mit dich, wer bist du? Mit emotionaler Bindung. Mafia. Hast du sie gerade bedroht? Da muss ich dazwischen. Warte mal, da muss ich leider, Bruder, diese freundschaftlichen Filme, das gibt's hier nicht. Das müsst ihr doch mal langsam checken. Das ist der einzige Vorteil hier in dieser Gemeinde, sonst wird die untergehen. Ich kenne sie, sie hat mich beschuldigt, sie ist wirklich nicht. Ich weiß, wie sie ist, wenn sie lügt. Sie kann nicht lügen. Okay, okay. Diese Frau konnte noch nie lügen, wenn sie lügt. Sie guck mal, was Pasha hat jetzt hier versucht. Sie will sie auf ihrer Seite ziehen, ja? Schwitzt, also krasses Tag-Team seid ihr. Ja, sind wir auch. Ohne als diese Mafia ist geil, als Tag-Team. Wahrscheinlich. Ey, hör mal auf, mit deinem dreckigen Air Force hier jetzt zu labern. Du geht auf Schuhe, was macht er? Boah, das ist persönlich, ja? Provoziert mich wirklich. Ohne diese die sagt einfach, mein Air Force ist dreckig. Ohne diese Tag-Team würde jetzt hier alles untergehen. Ja, Mafia-Tag-Team und dann hast du eigentlich geklärt. Ja, eigentlich, ja. Oder er schreckt sie sowieso. Du hast jetzt genug analysiert. So. Jalil, was ist dein Ziel? Entscheid einfach, oder bitte. Was soll mein Ziel sein? Ich will rausfinden, wer hier gerade ist. Deswegen beobachte ich gerade alle. Ich bin schon unter Druck. Leute. Oder nicht? Bruder, ich mach mich schon gerade so. Alle, der ist so. Ich mach so, Bruder. Du hast einen Bass in deiner Stimme, so jeder ist so. Ich muss sagen, als er rausgekommen ist, hat er einen sehr ruhigen Eindruck. Die machen zu lange erste Runde. Ich habe auch noch nie Mafia spielen sehen, deswegen weiß ich nicht, wie er da drauf ist. Aber es war sehr gefasst und ruhig. Was ist dein Ziel, Schatz? Ganz kurz. Ich war am liebsten einfach ihn raus. Ja, irgendwie schon. Ich versteh's nicht. Warum ja nicht? Ich hab, also am Anfang war er nicht gemeint, jetzt habe ich einfach Spaß dran. Ich schwöre bei Gott. Ich genieße diese Folge dein mal. Dein Bart mit den Crocs zusammen. Guck mal, jetzt geht auf Aussehen, Schuhe. Nicht auf Aussehen. Was ist los, Janne? Was hat Moduzzi geantwortet? Wollt ihr es wirklich wissen? Arschloch. Es ist einfach, ich sehe mehr deine Dreckigkeit in deinem Gesicht ohne die Haare. Du bist wirklich, du hast ein dreckiges Lachen. Es provoziert, ich möchte dich einfach kicken. Hast du Bart gehabt? Ja, die haben schon gespielt, alles zusammen. Ich sag doch, der hat mich in der Folge nicht beachtet, in dieser Folge. Ich sag doch. Ey Leute, ganz cool, guckt sich auf. Es gibt eine Folge mit den beiden und die beiden, Spoiler, waren Mafia zusammen. Und es hieß ja, Mafia guckt sich an. Mo hat einfach aktiv in der Folge ihn nicht angeguckt. Ich wusste nicht, dass ich mit die Mafia bin. Alle! Bis zum Ende hat Mo Onkel gedacht, er ist alleine Mafia, hat auch das Ding gewonnen. Walla, ich wollte gerade gucken. Ich sehe einfach Top-Comedy-Folge mit Enno und Sammy immer noch die beste. Walla, guck mal, wie süß die Bras sind. Ich schwör auf alles, Digga. Deswegen habe ich jetzt 6 Mal gefragt, wie viele Leute sind hier. Ach so. Mach keine Daniel Scheiße. Wirklich, mach keine mein Scheiße. Mein Ziel? Daniel kicken auch eigentlich. Also aktiv ja, schon von komm, Anfang an. Aber was, wenn er Joker ist? Er ist es nicht, er ist es nicht. Er ist es nicht. 3, 2, 1. Guck zum mal, ihr seid war so süß, gell? Ich mach in der Mitte, Bruder. Ich mach keinen von euch. Daniel, du bist raus. Offenbare uns deine Rolle. Bürger. Bürger, 100%. So ein geistkranker Joker, Wahnsinn. Joker? Scheiße. Scheiße. Aber Bruder, ich sage... Oh mein Gott, er hat gewonnen. Hat er gewonnen? Sie, versprochen. Ich hab gestern so gemeint. Ich hab wirklich. Danke, Joe. Wirklich, ich bin dir dankbar, Georgia. Es war nicht so gemeint. Er hat gewonnen, weil er Joker war. Los. Und jetzt darf er einen mitnehmen noch. Mich leben. Nicht dich kicken, Lan. Bitte nicht mich. Bitte jetzt darf nicht er noch einen mitnehmen. Warte, ich bin ja, einfach es der ist so um. Leicht. Es ist so leicht. Nein. Geh weg. Ich spüre seinen Arzt mit Crocs-Geräusch hinter mir. Du
bis wir die Augen noch zu haben. Ah, er hat in mein Ohr geatmet. Mafia, öffnet die Augen. Wer soll sterben? Nein! Ey, ihr seid so Wichser-Menschen, Digga. Wie kann man Moduzzi jetzt rauswählen, Digga? Heiler, öffne deine Augen. Bitte heil dich selber. Wen willst sei du ein Marok, Mann, sei ein Marok. Ich hab das Gefühl, ich bin so tot. Sei ein Marok, bitte. Ich höre immer noch die Koksgeräusche von dir. Der Tag bricht. Jetzt nur einmal. Ich höre immer noch die Rolle, er will den heilen, der ihn in den Rücken gestochen hat, Cousin. Er heilt denjenigen, der ihn umgebracht hat. Moduzzi, Bruder. Koksgeräusche von dir. Der Tag bricht an. Ich habe so Angst. Ich auch. Zwei Personen sind von uns gegangen. Oh nee. Maram und Mo. Was? Also, rest in peace so, aber ich bin echt dankbar gerade. Hart. Daniel hat, glaube ich, ernsthaft wirklich Maram gekickt. Boy. Hast du mich getötet? Salam, salam. Warum hast du mich umgebracht? Ich habe manchmal einen Hass gegen dich. Aber warum? Weil ich dachte, du bist es ernst. Ich wollte zuerst Georgia nehmen, aber ich war mir unsicher. Ich bin Mafia? Ja, ernst. Ich wäre niemals... Die Folge ist zu Ende. Oh, gechillt. Ey, Digga, ich... Ey, Digga, mein Arsch ist so am Schwitzen. Boah, ich hatte so Angst. Können wir kurz darüber reden, dass alle unsere Verdächtigen weg sind? Nein, bei mir ist immer noch Sufjan. Also Sufjan ist since day one, aber Jalil ist auch ist wirklich... Also Jalil... Er ist dauerhaft am Grinsen, also der hat einen Chaya-Grinsen, also er hat ein bisschen, guck mal, das ist ein Chaya-Grinsen. Man kann Moduzzi nicht rausnehmen, weil er die töten das Highlight, die töten das, die den interessanten Part in der Folge, Digga. Und er kaut immer ohne so Moos juckt nicht, Digga, das ehrlich. Ja, das wow, 1,2. Mit dem Spur, du bist toll, du hast alles verdient auf dieser Welt und noch mehr darüber. Hä, wer kannst denn jetzt, ich glaube immer noch Parshat könnte sein. Wer ist es denn, ja? Ich glaube Parshat kann sein. Glaubst du? Ja, ja. Ich hab dich verdächtigt. Und ich bleib dabei. Aber ich bin's nicht. Vertrau mir. Mach doch mal mein Herz. Das Vertrau mir war grad so krass. Also ich kann dir jetzt. Also ich bin ein Arschloch, wenn ich jetzt sage, nee. Ich vertrau dir. Okay, nicht. Ich bin gerne Arschloch. Ich sag, das war gelogen. Guck, wie ihr Lächeln plötzlich verschwunden ist. So. Jalil, wirklich, also ich küsse auch dein Herz. Kannst du was sagen? Kannst du uns bisschen auf den Teppich Leute, nein, ich kam neue Folge raus. Ich Gesichter hier nicht so ganz einschätzen. Das Ding ist, ich will halt wirklich nicht sterben einfach. Deshalb, ich hab einfach Angst jetzt. Ich will das von gerade. Das will ich nicht nochmal. Ich will einfach nicht sterben. Ich bin erstmal dabei. Chillen wir beide. Lass deine Fetisch fallen. Nein! Zu Hause, mein Gott. Nee, sie ist echt nicht. Sofian, also wie traurig aber bist gelöscht, du darüber, dass warum? Wir drei Menschen nicht mehr in unserer krass, Gemeinde echt haben? Krass. Sehr traurig. Mhm. Charlie, wie traurig bist du? Ich frag mich gerade, warum Mo? Also ich check gerade im Moment nicht. Nee, ich auch nicht. Ich bin einfach ey, wenn du Mafia bist, dann hast du wirklich krass gespielt. Sag ich dir ehrlich, auch korrekt. Ja, Mann, schön. Mit Schwitzen also mit Schwitzen und so. Extra dieses Anstrengen. So die ganze Zeit so. Wirklich. Das ist gut, das kompensieren, weil ich wirklich nicht raus will. Ich will einfach länger in diesem der Sendezeit. Ich will drin bleiben, bitte. Wollen wir den einfach rausschmeißen? Nee, ich schmeiß dich raus. Wir gucken einfach. Nee, ich schmeiß dich ja, raus. Ja, lass Sofien rausschmeißen. Ja. Okay, ja, lass Sofien einfach ja? rausschmeißen. Machen wir. Ich möchte aktiv Sofien rausschmeißen. Sinn, ja. Doch. Ja, Bro. Weißt du warum, als du letztes Mal Bürger warst, ja, hast du mehr Witze darüber gemacht, dass du Mafia bist? Und was eigentlich Bürger? Ja, das ist ein bisschen zum Pokern und so, aber ich bin echt guck Bürger. Mal nach rechts oder nach links, wenn man lügt? Weiß ich nicht. Also bei ich dem, nicht Bürger. Der Schiedballer. Nein, der hat die ganze Zeit so mit beiden Augen, also weißt du so, weißt du, er meinte so, nein, ich bin Bürger. Weißt du? Guck schon, sag mal, ich bin Bürger. Ich bin Bürger. Oh, ich hatte Absicht, also ja. Er hat auch gerade gesagt, ich bin Bürger und fängt ab Chill. Ja. Gibt keine Absicht, weil das Ding ist so, Vorhersage, weil wir wissen schon, Mafia, dass der Mafia sein, dass man nicht wirklich Angst haben hier. Leider. Schlägt so. Direkt drauf. Ich hab einfach so random. Direkt live. Finger bricht. Bruder, Sofian ist 100% Bürger, ne? Der ist Bürger, ja. Er sah auch sehr gelangweilt aus. Ja, also ich glaube wirklich, er ist Bürger. 100% ist Bürger. Dann müsste wirklich diese Helen sein, ne? Das wäre krass. Die Wildcard. Die spielt das locker runter. Gerade. Bist du das erste Mal Mafia oder warst du öfters Mafia? Oh, der hat so eine gute Frage gestellt. Ich war Mafia. Aber das war da, wo Parshat sehr auffällig war, wie jetzt auch irgendwie. Ah, deswegen bist du jetzt noch einmal. Du bist aktiv Mafia. Nein. Ich hab so Bauchschmerzen, Chat, gell? Nein, ich safe Mafia. Unangenehm, wenn dann diese Licht wird und ich sag, wie Bürger. Sicher und nein, nein, weißt du, was ich meine, wie sicher sie auf einmal ist? Hm. Krass. Mhm. Ja, da hat sie recht. Mhm, genau mein Punkt. Georgia Queen. Also mit den Aussagen, weil sie die ganze Zeit sehr zurückhaltend und ja, weil ich erstmal auf alles habe. Ey, diese WhatsApp ist so ein Cheat, gell? Ich kann euch einfach hier A sagen und in Wahrheit B, weißt du? Krass, Digga. Ja, ja. Ich hab nur, weil ich ihr misstraue, heißt nicht, dass es dir Pferd traue. Wenn ich Mafia wäre, ich kenne mich. Ich wäre ein bisschen nervös. Ich hätte ja, aber ich kenne dich ja nicht. Ja, ich sag's ja gerade, wie ich bin. Also wenn ich Mafia wäre, wäre ich so auffällig.
Also ernst, wenn du jetzt wirklich bist, dann habe ich einfach Angst vor dir. Ernst, weil du dann hätte ich, dann hätte ich krasseste, vielleicht ein paar. Aber es kann auch sein, dass du Mafia bist. Danach. Weil du willst die ganze Zeit drin bleiben. Du sagst auch, ich habe Angst auszuprobieren. Soll ich euch auch so guten Morgen und so schreiben auf WhatsApp? So gute Nacht, Dreddies und so guten Morgen, Dreddies. Ja, ist das cringe oder ist cool? Und bla bla bla. Ich hab ihr gerade schon, sein, Alter, als wir im Auto saßen, hab ich ihr schon gesagt, wie dankbar ich dafür bin, hier beizutreten. Cool, oder? Ich will direkt am Anfang raus. Fängst du an zu heulen oder was ist los? Nein, meine Augen sind immer glasig, die sind naturally glasig. Die sind immer glasig, warum sind die immer glasig? Lügst du oft in deiner Freizeit? Ich, was? Guck mal, wie nervös auf ihn wird. Ey, bei Gott, also ich möchte jetzt ernsthaft Jalil einfach mal vertrauen. Jalil, was glaubst du, wer es ist? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht sagen, aber also, ich hab... Du bist von Anfang an so, wie du halt bist. Aber ich finde, die drei schießen halt gerade so ein bisschen so untereinander. Dass ich nicht rein. Also die Folge ist langweilig, Bruder, ehrlich. Die, keine Stimmung, kein gar nichts. Eins. Entschuldigung. Ja, ui. Sophia, du bist raus. Hatte, du bist raus. Und was warst du? Verrate uns deine Rolle. Bürger verloren. Danke. War der Bürger? Mafia hat gewonnen. Krass. Die kleinen Ratten. Krass. Ich hab nichts gespielt. Schwitzen gespielt, ich hab mit dem Schwitzen gespielt. Ich wusste es. Die heutige Strafe. Fake Tattoo. So, ihr Lieben. Wieso? Nach hinten. Drauf. Oder wie süß. Tut mir leid. Was ist das? Oh mein Gott, was ist denn jetzt absolut? Digga. Erhan, Bruder, du musst mich nächstes Mal in die Jury holen. Ehrlich, Bruder, so funktioniert das nicht wirklich.